Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Metroid Zero Mission. Hallihallo auch von mir und ab geht's durch die kaputte Wand. I'm Mr. Shoso. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Mr. Shoso? Nein, die Wand. Speedrun! Oh Gott, mir würde dabei ja schlecht werden. Wenn du schnell rennst? Wenn ich so schnell renne. Ich glaube nicht, dass dir dabei schlecht werden würde. Nicht? Nein, weil du das ja selbst steuern kannst, wie schnell du dabei wirst. Ach, wer weiß. Ihr kennt euch? Ja. Ah, okay. Screwtech und ich sind alte Kumpels aus dem Krieg. Ach, damals Vietnam. Ja. Na, da holt er jetzt gleich die Geschichten aus dem Vietnamkrieg raus. Oder auch nicht? Nein, ich musste mich konzentrieren. Und jetzt will ich auch nicht. So, was sagt die Map? Die Map sagt, wir müssten hier mal eins nach unten und dann nach rechts. Eins nach unten und nach rechts. Da, wo das Licht an ist. Die Tür hat geleuchtet, also. Es war Licht an. Boah, Leute. Hört doch mal auf, hier rumzulaggen. Warum seid ihr denn so viele? Guck mal, ein Seepferdchen. Oh, ich hab das Seepferdchen eingefroren. Ich habe immer noch kein Seepferdchen gesehen. Da unten ist eins. Oh, sind die purzelig. Ich will ein Seepferdchen. Kriegen wir ein Seepferdchen? Ich glaube eher nicht, Schatz. Aber... Manu. Aua. Unterschreib die Petition. Ich will ein Seepferdchen. Was hat das jetzt gebracht? Abkürzung. Ich glaube ja. Super. Okay, geht's nach unten. In Fake Lava, auch nicht schlecht. Oh, ist das der Raum? Ich habe so die Vermutung, ja, das ist der Raum. Dass du vielleicht ein paar schlechte Erlebnisse in diesem Raum hattest. Ja. Mega kompliziert. Dieser beschissene Raum hier. Boah. Aggression? Scheiße. Super. Die Spawner. So, bitte auf meiner Höhe rauskommen. Dankeschön. So, vorsichtig sein. Diese Viecher macht man nämlich so schnell kaputt, weil man da ja die Screw-Attack schon besitzt. Ah. Geschafft. Meine Fresse. Wir rollen, rollen, rollen. Meine Fresse. Keep rolling, 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 rolling. So, und durch die Lava zurück. So, jetzt kann ich gerne alles umbringen. Jetzt stört mich das nicht mehr. Jetzt muss er nicht mehr überleben. Das Gefühl, wir müssen jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ach, echt jetzt? Mhm, leider schon. Da freut sich jemand. Au. Wie soll man das denn machen? Soll man da den Speed zusammenbekommen? Ach, ich glaube, ich wüsste wie. Bombarder! Nee, man braucht man nicht mehr Bombarder. Aber. Bombarder! Hi, Seepferdchen. Ach Gott. Ja,
Mist. Ich gehe jetzt aber durch die Lava. Schuhschuh. Genau. Zu stur für die Welt. Was kommt raus? Ja, klar, Schuhschuh. Wollte ich auch gerade sagen. Schuhschuh! Sagt, speichern muss ich nicht. Gollum 1, 2 und 3. Wie geht das hier? Anscheinend. Hallo Leute. Boah. Soll ich noch irgendwas erläutern, warum ich das Crewtech so mag? Nein, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das erklärt sich so minimal. Dann ist gut. Dann ist gut. Ach, machen wir mal anders. Bring es um, was auch immer alles kommt. Warum schieße ich eigentlich drauf? Weiß ich nicht. Weil ich doof bin. Das ist die einzige Erklärung, warum ich das abschieße. Keep rolling, 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 rolling. Ganz nach oben. Ein heiteres Labyrinth. Hm. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Geht noch. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Oh. Ein bisschen Lava. Ach, ein bisschen Lava hat noch keinem geschadet, ja? Bisschen Mistelcontainer. Ich weiß auch nicht, warum das Missile genannt wird in dem Spiel. Warum da nicht eine Rakete steht. Warum dafür ausgerechnet der englische Begriff benutzt wird. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kann ich durch? Nein, ne? Nein, schade. Naja, das ist dann ziemlich doof. Aber... ich weiß, dass da auf jeden Fall noch irgendwo Superraketen waren. Dementsprechend. Gehst du auf die Suche? Hier, ne? Ja. Flatsch. Hund reingefallen. Der Hund reingefallen? Was? Hund reingefallen. Und reingefallen, nicht der Hund ist reingefallen. Welcher Hund ist reingefallen? Na, der Hund. Au. Das ist ein Seepferdchen, kein Hund. So. Auch ein ziemlich anstrengender Raum, wenn man Screwtech schon besitzt. Also Screwtech ist sehr zum Vorteil von vielem, aber auch sehr zum Nachteil von manchen Sachen. Keep rolling, rolling, rolling. So, das haben wir. Keep burning, burning, burning. Jetzt gibt's hier noch irgendwas. Dann nehmen wir die. Nimm einfach alles mit, was du kriegen kannst. Und gibt nichts mehr zurück? Ja, genau so ist das. Was ist denn her? Ich hab keine Ahnung. Nimm dir, was du kriegen kannst und gibt nichts mehr zurück. Frag mich nicht. Warum nicht? Weil ich dir das nicht beantworten kann. Das wollte ich gar nicht. Mann, oh. Hä, hey, kennt ihr den Weg hier schon? Nee, noch nie gesehen. Würde ich mal so sagen. Nee, man kommt aber dann nicht an. Ach, komm. Dankeschön, Kumpel. Die schönen, netten Kakerlaken von nebenan. So. Du fliegst. Du bist eine Elfe. Nein, ich glaube, ich bin Samus. Elfe. Eigentlich hätte man da am Rand hochgesollt, aber...
Scotty, beam mich hoch! Ah, endlich wieder Red Star. Schöne Musik, schöne Gegner, schöne Leute. Leute? Du. Ich bin nur da. Ja, du bist nur im Brinstar. Dort zu essen. Morphe, ist dir ein bisschen zu heiß. Weißt du, dass du eher Wintermensch bist? Ja, das stimmt wohl. Die Hitze, die würde ich auch nicht ertragen. Also, das ist ein stylischer Anzug. Ich will diesen stylischen Anzug aber nicht! Nichts Gutes gewöhnt, Schatz. Klar, den Winter. Und die Kälte. Wie viele Decken hast du noch mal? Ich brauche aber keine davon, wenn du neben mir liegst. Ja, ich bin Mr. Heizung. Das ist wohl korrekt. Tja. Keep rolling, rolling. Oh Gott, dieses Lied. Nicht schuldig, ich habe damit nicht angefangen. Nein, aber ich glaube, ich werde es den nächsten Tag im Kopf haben. Das ist ungünstig. Scotty, beam mich hoch! Vielleicht. Nein, mach den Weg frei. Wieso beam mich hoch? Bist du auf Beamen gekommen? Ich dachte, vielleicht nach oben? Die Mitte sah so. Das sieht irgendwie ein bisschen. Sind das Gehirne? Das sind Metroids. Fliegende Gehirne. Woo! Larvenstadium. Freundliche Metroids. Ja, ich speichere. Ich weiß. Bist du krank? Nein, bin ich nicht. Metroids sind nur gefährlich. Sie haben etwas umgebracht. Ja, weil ein paar Weltraumpiraten. Aber dafür interessiert sich keiner. Gibt ja auch keinen Anführer mehr. Nee, eben. Ah, wobei. Ich hab nichts gesagt. Ja, aber nicht von den Weltraumpiraten, oder? Ja, wobei. Ich hab nichts gesagt. Ach, ich ärgere mich halt. Ah, das nein. Oh! Das sah interessant aus. Ja, die setzen sich aber drauf und fressen ein. Das kann ich auch gut. Mich fressen, wenn du auf mir drauf sitzt? Klar! Ich werde dir sehr zu Dank verpflichtet, wenn du mich nicht auffrisst. Aber dein Fleisch schmeckt so gut. Lass bitte meine Schultern ruhig mit Metroids bekämpfen. Na dann. Das ist meine Mission, ich muss das machen. Aber Fleisch! Das hier müsste. Ja, der Speicherraum sein. Sehr gut. Oder ich esse dein Gehirn. Das solltest du nicht tun. Ich löffel das aus. Gut, dann mach halt. Aber das geht bei der Mission, oder wie? Ja. Nur meine Hand hängt an der Schulter. Und mit der Hand muss ich mich ja immer bewegen. Ja gut, wenn das so ist, dann nehme ich das mal so hin. Das klingt mal erstaunlich gut. Was ist denn da los? Glücksbringer. Das haben wir doch gelernt. So, noch einer? Ja. Auch genannt die Muse des Krieges. Das ist wohl wahr. Die kommt ja ursprünglich aus Assassin's Creed. Assassin's Creed, hä? Schlechter Witz. Nicht so bewegsam mit Edward. Bitte? Hab nichts gesagt. So. So. Jo. Speichern.
Das war's. Das müsste der letzte Raum gewesen sein. Der letzte Raum? Mit Metroids, ja. Ah ja. Ja, das ist jetzt noch der Aufladeraum. Nicht so nett aus. Weißt du, was das Kranke an diesem Raum ist? Selbstschussanlagen! Nein, das ist nicht das Kranke an diesem Raum. Das Kranke an diesem Raum ist, hier ist so viel los und der laggt nicht. Stimmt. Das ist irgendwie ein Gehirn mit Spikes. Aus dem armen Auge, dem Arm Auge ins Auge geschossen. Ja, das hört sich irgendwie doof an, aber ja. Au. Schieß ihm ins Auge. Ach, Mann, ey. Hör mal auf mit dem Scheiß hier. Diese blöden Selbstschussanlagen. Kann man die nicht umbringen? Nein, kann man nicht. Das ist ja das Problem. Sobald man runtergeht, macht man da Brain zu. Arsch, komm da raus! Blöde Gehirn. Was sieht sehr interessant aus mit den Spikes, die dann immer so Koppeln. Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Umgehende Evakuierung erforderlich. Ich glaube, du musst rennen. Meinst du? Ja, ich hab's irgendwie so im Gefühl. Lauf, Forest! Lauf! Samus, nicht Forest. Ach, alles dasselbe. The Forest besitze ich nicht. Nein! Ich glaube, okay. Du hattest ein Problem. Das war noch gut abgefedert. Beam dich hoch, Scotty! Kriteria. Musst du jetzt einmal durch die ganze Map oder wie sieht's aus? Nein, Kriteria ist das, wo das Hauptschiff ist. Genau, hier. Aber einmal durch die ganze Map für 2 Minuten, das ist auch ein bisschen lustig. Und wer weiß? Nein, so böse sind die Spieler nicht, glücklicherweise. Na, es gibt garantiert welche, die nicht so freundlich sind. Los, flieg weg! Los, schneller! Ich sag ja schneller, ne? Auf mich gehört. Boom, 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 boom! Oh, Du kannst in eine Zwischensequenz reinsingen. Ja, ich merk's. Das ist im Original Zero Mission übrigens nicht drin. Im Original Zero Mission hätte es jetzt durchgespielt. Das wäre aber auch nicht so einfach gewesen. Oh, mein Arm tut weh. Meine Verlucht ließ mich wehrlos zurück. Ich verlor meinen Powersuit. Zu meinem Schutz blieb mir lediglich meine eher nutzlose Notfallpistole. Es mag wahnsinnig erscheinen, mit dieser Bewaffnung in das Mutterschiff der Weltraumpiraten einzudringen, doch ich hatte keine Wahl. Würde ich lang genug überleben, um entkommen zu können? Ah, und jetzt beginnt der... ja, interessante Teil, sagen wir es mal so. Shosodia. Gut, und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten wieder. Tschüss. Tschüssi.